Es geht weiter, Folge 3. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der nächsten Folge hier beim Simpsons Haus. Wir wollen gleich loslegen und zwar gehen wir erstmal wieder mal an die Kiste ran. Und für die dritte Folge holen wir uns erstmal, würde ich mal sagen, zum Start ein bisschen weiße Keramik raus, türkise Glasscheiben und Glasblöcke. Was man für die Fenster nimmt, welche Farbe vom Glas, kann man natürlich immer selber entscheiden. Ich finde einfach, das türkise passt gut, von daher empfehle ich euch einfach mal, sonst nimmt einfach auch das Hellblau. Ich weiß, sich zu entscheiden bei den Glasfarben ist immer schwer, aber wir schaffen das. So, als nächstes holen wir uns natürlich Schwarzeichenzaun raus, davon nochmal die Stufe und Treppe, dann geht's weiter mit roten Baumpfeiltüren, die wir uns rausholen, denn natürlich Schwarzeichentür holen wir uns nochmal raus und ein paar Purpurtreppen. Wir beginnen erstmal mit den Fenstern, damit wir die erstmal zukriegen. Das ist der einfachste Schritt. Wir fangen auch erstmal auf der Vorderseite an, da haben wir zwei Fenster, die ein bisschen mehr Arbeit beanspruchen als die anderen, und zwar die zwei unteren auf der Vorderseite. Und zwar wollen wir da erstmal so einen kleinen Rahmen bauen für die Fenster. Wir nehmen uns einfach mal unsere Schwarzeichenholzstufen, setzen da jeweils vier hin. An den Seiten können wir dann gleich schon mal zweimal hier unsere Zäunchen platzieren. Wer möchte, kann jetzt einmal auf der Innenseite an den Seiten unsere Glasblöcke platzieren. Vorne setzen wir auch nochmal zwei rauf. Und dann würde ich sagen, auf unserem Fenster machen wir nochmal, sage ich mal, auf den Glasblöcken einfach mal hier, ups, ich mache hier wieder alles kaputt, aber darauf machen wir dann einfach zwei Schwarzeichenholzblöcke und an den Seiten platzieren wir einfach zwei Stufen. So, beim zweiten Fenster wollen wir eigentlich genau das gleiche machen. Erstmal die Stufen unten hin, an den Seiten natürlich hier unsere Zäunchen. Ne, dann platzieren wir erstmal wieder unser Glas und dann haben wir so langsam hier schon die anspruchsvollen Fenster bei den Simpsons fertig. Natürlich oben hier noch unseren Klotz drauf, zack, an den Seiten Stufen, wunderbar. So, nächster Schritt sind natürlich die ganzen anderen Fenster. Da gibt es ja zwei Variationen, wie du dir die gestalten kannst. Wir schnappen unsere Glasscheiben. Zum einen, du siehst ja, wir haben ja, sage ich mal, eine Fensterbreite von zwei Blöcke. Du kannst einmal sagen, okay, ich will es mir nur eine Ebene zuziehen. Dann machst du nur die Außenebene natürlich mit den Glasscheiben. Falls du natürlich sagst, okay, auf der Innenseite, mir gefällt das halt nicht, weil die Glasscheiben, sage ich mal, nur die Hälfte des Blockes einnehmen und der haben wir hier noch natürlich ein bisschen Fassade. Dann machst du einfach das Fenster doppeldick mit Glasscheiben. Ich empfehle das einfach mal, ich habe schon öfter so gebaut, man kann auch noch rausgucken. Ja gut, selbst diese Struktur, kann man sich dran gewöhnen, aber ich sag mal einfach, das passt irgendwie, also machen wir die Fenster überall doppeldick. Aber da kann man sich ja entscheiden, entweder machst du nur eine Glasscheibe hin oder zwei. Aber ich finde, wenn man zwei macht, dann geht das auch noch. Ja, wenn man andere Seite auch hat. Ich finde, das geht. Ja, und so machen wir jetzt eigentlich jedes Fenster, was wir hier haben. Ne? Wie gesagt, kannst du dich ja entscheiden. Machst du nur eine Glasscheibe oder zwei. Ne? Und dann machen wir die jetzt alle hier einfach zu. Ich befinde mich auf der Rückseite von unserem Häuschen. Da ist dir bestimmt aufgefallen, wir hatten ja das eine Badezimmer nur mit einer Wanddicke gemacht. Ne? Da natürlich geht ja nur eine Glasreihe. Ne? So könnt ihr auch gleich den Kontrast so ein bisschen sehen, wie das wirkt. Aber ich finde, das geht halt noch mit zwei Seiten von Glas. So. Wir befinden uns halt auf der Rückseite, da wollte ich mir gerne auch noch die Hintertür ein bisschen basteln. Das heißt einfach mal, ich setze mir meine Tür so auf die Terrasse hin, darüber natürlich eine Schwarzeichenholztreppe und auf der Innenseite, weil wir natürlich pinke Wände haben, nehmen wir eine purpurne Treppe darüber und dann passt das Ganze. So, die Fenster sind verbaut, jetzt geht es natürlich weiter mit dem Dach. Da nehmen wir einmal unsere weiße Keramik raus. Wir fangen, würde ich mal sagen, auf der linken Seite von unserem Häuschen an. Da ziehen wir uns erstmal so ein bisschen das nach weiter nach oben. Ne, so ein bisschen den Vorbau fürs Dach. Wir lassen jetzt erstmal zwei Blöcke Platz und ziehen uns hier eine Reihe hin. Das machen wir auf der anderen Seite auch, mit zwei Blöcke Platz lassen. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir oben ankommen. Also eine schöne Pyramide, immer mit zwei Blöcken auf jeder Seite freilassen, zack, und dann kommen wir hier perfekt oben an. So, das wollen wir noch einmal machen. Und zwar blüpfling auf der anderen Seite. Wir haben hier, sage ich mal, hier, sage ich mal, zwei verschiedene Gebäudeteile. Ne? Das ist ja natürlich hier so ein bisschen, sage ich mal, hier gekennzeichnet durch diese Wand. Diese Wand können wir dann einmal komplett bis nach hinten wegziehen, kommen wir auch perfekt hier ran. Und hier machen wir eigentlich genau das gleiche Prinzip. Da müssen wir aber jetzt von vorne ein bisschen gucken. Wir machen jetzt hier erstmal so zwei Blöcke freilassen, dann ziehen wir das hier so ein bisschen nach hinten. Achtet drauf, dann einfach auf die gegenüberliegende Seite, wo wir da so ein bisschen sind. Ja, passt. Ne? Weiter ziehen wir das dann auch nicht. Und dann geht es eigentlich hier ja genauso voran wie auf der anderen Seite, dass wir immer zwei Blöcke an jeder Seite freilassen. So, wenn wir das dann erstmal so vorgezogen haben, geht es weiter, dass wir jetzt hier uns so ein bisschen das weiter höher ziehen. Wir lassen jetzt an den Seiten jeweils einen Block Platz, ziehen uns dann hier eine Ebene hin. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz, setzen hier wieder eine Ebene hin, zwei Blöcke Platz lassen und vier Blöcke hinsetzen. Wenn wir das dann soweit hier hochgezogen haben, geht es jetzt weiter bei der Garage. Da wollen wir auch noch ein bisschen was hochsetzen. Wir lassen an den Seiten einfach zwei Blöcke Platz und platzieren uns dann einfach hier vier Blöcke. Nur dann sollten wir hier auch zwei Blöcke noch frei haben. Wenn wir dann erstmal alles hochgezogen haben, geht es jetzt voran, dass wir mit den Schwarzeichenstufen und mit den Holztreppen natürlich uns jetzt das Dach vorziehen.
Wir beginnen, würde ich mal sagen, mit dem Dach, was eigentlich am schnellsten geht, und zwar mit der Garage. Da setzen wir einfach an den Seiten erstmal hier eine Treppe hin. Hier oben ist bei der Zweierfläche immer hier, wenn es wieder höher geht, setzen wir eine Treppe hin. Machen wir auf der anderen Seite erstmal genau das gleiche Spiel. Hier können wir es eigentlich bis zur Wand schon mal ransetzen. Ganz hier oben, würde ich mal sagen, setzen wir in der Mitte einfach mal zwei Treppen. Und dann immer hier vor der Treppe auf jeder Seite setzen wir nochmal eine Stufe hin. So, dieses Dach können wir dann erstmal bis zur Wand ziehen. Und wenn wir das dann bis zur Wand gezogen haben, setzen wir auch gleich hier vorne noch ein paar Fenster ein. Und zwar schnappen wir uns mal unsere Tropen-Baumfalltüren. Und würde ich mal sagen, jetzt unter den zwei obersten Stufen lassen wir eine Reihe Platz. Und dann hier in der Mitte, zack, schlagen wir zwei Blöcke weg. Da fliegen wir aber noch auf der Innenseite hin, sodass wir, sage ich mal, unsere Falltüren hier so schön einmal vorne ransetzen können. Und wer möchte, kann dahinter dann auch gleich ein paar Glasblöcke setzen. An sich ist das ja ein Fake-Fenster, ne? Ob ihr euch das, sage ich mal, jetzt auch eigentlich zubaut mit so ja, blauen Betonblöcken, kann man ja, sage ich mal, selbst bestimmen. Wir wollen ja natürlich noch das Dach ein bisschen überstehen lassen. Wie gesagt, das Dach hier bei der Garage können wir gleich mal fertig machen. Das heißt, erstmal setzen wir die Treppen überall einmal so ein bisschen überstehend hier nach vorne weg. Natürlich bei den Stufen setzen wir nochmal Stufen ran. Und dann wollen wir das Dach natürlich noch ein bisschen dicker machen. Das heißt, jetzt jeweils hier unter einer Stufe setzen wir noch eine weitere Stufe hin. Und fertig ist schon mal das Dach von der Garage. Dann wollen wir uns jetzt natürlich an das größte Dachelement ransetzen. Und zwar natürlich hier, sag ich mal, bei unserem Wohnkomplex. Da würde ich mal sagen, fangen wir erstmal an der Seite an. Ganz normal geht es erstmal los mit einer Treppe. Und jeweils hier immer bei so einem Übergang setzen wir natürlich wieder eine Treppe hin, bis wir natürlich hier ganz oben ankommen. Jetzt hier ganz oben bei der Zweiermitte setzen wir jetzt keine Treppe hin, sondern dann einfach mal zwei Stufen. Und jeweils immer hier vor einer Treppe setzen wir natürlich auch wieder eine Stufe hin. So, dieses Prinzip machen wir natürlich hier einmal auf der anderen Seite auch runter. Und wenn wir das dann soweit haben, gehen wir jetzt erstmal auf die andere Seite. So, natürlich auf der anderen Seite wollen wir das auch ein bisschen vorziehen. Wir gehen auch wieder hier erstmal zur Seite. Wir fangen an mit einer Treppe und immer bei so einem Übergang setzen wir wieder eine Treppe hin. Ja, und hier auf der anderen Seite gehen wir dann natürlich auch genauso wieder runter. Dann platzieren wir natürlich hier überall noch unsere Stufen hin, natürlich auch oben nochmal. Und so gehen wir dann natürlich auch wieder runter. Wenn wir das dann soweit haben, machen wir jetzt den nächsten Schritt. Und zwar verbinden wir jetzt einfach mal diese zwei Seitenteile miteinander. Wenn wir unser Dach jetzt einmal hier miteinander verbunden haben, geht es natürlich jetzt weiter auf der Rückseite. Hier wollen wir den mittleren Komplex natürlich weiterbauen. Den ersten Schritt, den wir machen, ist jetzt hier erstmal die hinterste Reihe hier von unserer Hauswand einmal wegzuhauen. Nur die oberste Schicht hier. Da tauschen wir einfach mal diese Blöcke durch unsere Treppen aus. Wenn wir das getan haben, können wir unter dieser Treppe so ein bisschen unsere Stufen hinsetzen. Das machen wir auch gleich ein bisschen dicker. Das heißt, darauf setzen wir nochmal eine weitere Stufenschicht. Hinter unseren Treppen, ja, wer möchte, kann natürlich dann hier, sage ich mal, unsere Keramikschicht mal langziehen, ne, damit das vielleicht ein bisschen stabiler ist, ne, wenn wir ein bisschen realistisch bauen möchten. Aber ansonsten kann man dann hier einfach zwei Stufen rein platzieren und dann sind wir damit auch durch. So, als letztes Element müssen wir natürlich hier noch einmal die rechte Seite darauf setzen. Da beginnen wir erstmal, würde ich mal sagen, an der Seite hier mit einer Stufe. Denn jeweils immer hier bei so einem Übergang geht es weiter mit einer Treppe. Ganz oben hier, würde ich mal sagen, setzen wir auch einfach mal zwei Treppenelemente hin und dann geht es so auf der anderen Seite auch wieder runter. Natürlich hier hinten setzen wir wieder eine Stufe hin. Natürlich müssen wir dann hier jeweils vor einer Treppe noch wieder eine Stufe uns hier einmal platzieren und wenn wir dann die Stufen uns gesetzt haben, können wir jetzt einfach mal dieses Dachteil mit dem anderen Dachteil verbinden. Wenn du das Dach verbunden hast, fällt dir bestimmt was auf. Und zwar, wir haben, sag ich mal, hier so eine kleine Ecke, wo wir natürlich unsere Hauswand sehen, oben beim Dach. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder tauschst du das einmal aus, wenn du sagst, okay, so will ich das nicht haben. Und dann nehmen wir da einfach natürlich hier einmal ja, unser Holz, ne, damit das so verschwindet. Oder du sagst, ja, das gefällt mir noch nicht so, der Übergang. Und setzt dann hier noch eine Treppe hin, damit das so ein bisschen miteinander verschmilzt. Gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das machen wir da an der Ecke. Aber ich würde einfach mal sagen, setzen wir einen Holzblock nach hinten rein. Da komme ich dann auch auf überlegen, ob wir das hier auch machen, weil dann sieht das einfach vielleicht ein bisschen besser aus. Machen wir einfach mal, ne? So, jetzt haben wir eigentlich überall unser Dach drauf platziert. Der nächste Schritt ist natürlich das Dach überstehen lassen. Wir beginnen dann auch erstmal hier, sage ich mal, auf der rechten Seite. Das heißt, hier lassen wir erstmal die Treppen und Stufen einmal überstehen. Wenn wir das dann überstehen gelassen haben, geht es weiter wieder mit unseren Stufen. Da setzen wir jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, wenn wir hier bei der Seite beginnen, nach der ersten Treppe unter einer Stufe einfach eine weitere Stufe. Und das machen wir eigentlich, ja, bis wir oben ankommen und so geht es dann eigentlich wieder runter. Ne? Dass wir jeweils immer unter einer Stufe noch eine Stufe setzen, außer bei der äußersten Stufe, die lassen wir einfach so. Wenn wir dann das Dach hier so überstehen gelassen haben, geht es jetzt weiter mit diesem Hauptdach hier, mit diesem größten Teil, was wir hier an sich haben. Das wollen wir natürlich auch erstmal hier an den Seiten überstehen lassen. Wenn wir dann natürlich auch das mittlere Dach, sag ich mal, hier über an den Seiten überstehen gelassen haben, wollen wir das natürlich ein bisschen dicker machen. Das ist natürlich etwas dicker als natürlich von der Garage und natürlich hier von diesem kleineren Anbaudach, ne, was wir hier so haben. Wir beginnen dann erstmal ganz unten, da setzen wir einfach hinter der Treppe eine Treppe hin. Und das machen wir eigentlich, bis wir hier ganz nach oben einmal ankommen. Immer hinter einer Treppe setzen wir eine Treppe hin, machen wir natürlich hier auf beiden Seiten.
Und wenn wir das haben, geht es weiter mit den Stufen. Und zwar setzen wir immer unter einer Treppe noch eine weitere Stufe, ne? Bis wir dann hier auch wieder oben einmal ankommen. Immer hier unter einer Treppe setzen wir eine Stufe. Jetzt haben wir natürlich hier so eine kleine Verschmelzung mit dem anderen Dach, was wir hier haben. Da machen wir einfach, würde ich mal sagen, hier einfach einen Block raus und dann unter dieser Treppe, ja, setzen wir einfach noch eine Stufe rauf. Ne? Dann ist das hier halt so ein bisschen dicker, aber es, sage ich mal, verschmilzt ja ein bisschen miteinander. So, dann haben wir die eine Seite abgearbeitet, bleibt natürlich noch die linke Seite übrig. Hier habe ich mir das Ganze auch schon einmal überstehen lassen und jetzt wollen wir das natürlich auch ein bisschen dicker machen. So, eigentlich gleiches Prinzip, wir setzen eigentlich immer hinter einer Treppe eine Treppe ran. Das machen wir eigentlich, bis wir hier oben ankommen, immer sofort laufen, setzen wir hier einfach Treppe hinter einer Treppe, ne, bis wir überall einmal angekommen sind und dann jeweils immer unter einer Treppe oder vor der umgedrehten Treppe platzieren wir jeweils nochmal eine Stufe. Auch wieder gleiches Prinzip, bis wir wieder auf der anderen Seite ankommen. Und wenn wir das haben, setzen wir jeweils nochmal an der äußersten Treppe darunter auch noch eine weitere Stufe. Sollte dann mit dem hintersten Dach, was wir hier, sag ich mal, hier noch haben, auf einer gleichen Ebene sein. Ne? Und wenn wir das, sage ich mal, auf der Rückseite haben, dürfen wir die Vorderseite natürlich nicht vergessen. Auch hier unter der untersten Treppe setzen wir nochmal eine weitere Stufenschicht hin. Und da kriegen wir natürlich auch diese Optik von dem Fenster, ne? Dass, sage ich mal, hier noch so ein halber Block über dem Fenster ist, wie es natürlich auch beim Häuschen in der originalen Serie zu sehen ist. Dann haben wir jetzt unser Dach natürlich einmal drauf platziert. Weiter geht's jetzt, dass wir unseren Schornstein bei den Sims uns noch passt hin. Da beginnen wir natürlich hier einmal auf der linken Seite. Wir gehen hier mal von vorne aus. Da würde ich mal sagen, lassen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz und setzen 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. So, die hintersten drei, die können wir eigentlich, sage ich mal, hier einmal komplett bis nach oben ziehen. Das Dach hindert uns natürlich weiterzubauen. Das heißt, wir ziehen die erstmal so weit, wie es geht, wie wir hier nach oben kommen. Danach setzen wir wieder unten an. Ich würde sagen, hier beim ersten setzen wir noch 2, 3, 4, 5 Blöcke insgesamt hin. Dann würde ich sagen, hier beim zweiten, da machen wir das Ganze nur um ein höher. Ja, dass wir hier so einen kleinen Übergang haben, ne, dass es halt noch etwas höher geht hier von unserem Schornstein. Und da würde ich mal sagen, können wir den Schornstein noch ein bisschen höher basteln. Natürlich, der soll ja, sag ich mal, jetzt hier beim Dach auflaufen. Das heißt, wir schlagen jetzt hier so ein bisschen was vom Dach weg. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wie groß halt oder wie hoch halt euer Schornstein sein soll. Ich würde sagen, wir lassen ihn so einen Block überstehen, dass wir insgesamt hier, würde ich mal sagen, so einen halben Block über unseren Stufen sind. So, mein Schornstein soll natürlich nicht nur jetzt hier eine Einer-Dicke haben. Wir wollen das auf eine Zweier-Dicke insgesamt machen. Das heißt, wir schlagen hier einfach noch ein bisschen mehr weg vom Dach. Und fertig ist dann hier auch so ein bisschen unser Schornstein. Wenn wir dann soweit sind, brauchen wir wieder neues Blockmaterial. Das heißt, wir gehen wieder an unsere Kiste ran. Um dann natürlich jetzt, sage ich mal, unser Simpson-Haus zu vervollständigen, holen wir uns einfach ein paar Ziegelblöcke raus, ein paar Eichenblätter, Eisengitter brauchen wir, ein Lagerfeuer können wir uns raus und natürlich nochmal glatte Steinstufen. Es geht dann erstmal los mit dem Ziegelblock. Wir wollen, sage ich mal, bei unserem Schornstein noch so ein paar Blöcke davon platzieren, dass so ein bisschen Putz, sage ich mal, von unserem Schornstein abfällt. Damit heben wir auch den Schornstein ein bisschen noch hervor, damit dann jetzt nicht so vom Haus verschluckt wird, ne? Damit man auch schon so ein bisschen von der Seite erkennt, aha, da ist unser Schornstein. Man sollte nicht so unbedingt übertreiben. Ich hole mir nochmal hier kurz die Keramik raus, um vielleicht wieder ein paar Blöcke mir wegzuhauen, hier, was ich mir hingesetzt habe. Ne? Nicht so unbedingt zu doll von den Ziegelblöcken, aber ein paar können wir setzen. Ja, das sollte auch schon reichen. Dann gehen wir einmal ganz nach oben. Da setzen wir dann einfach mal unsere glatten Steinstufen hin. Und jetzt könnt ihr euch selber entscheiden, wie ihr das noch machen wollt mit den Schornsteinen. Ob der auch funktionieren soll oder nicht, ne, ist euch überlassen. Denn ich habe bei Flenderhaus auch so ein bisschen gemacht, sag ich mal, wenn ich hier eine Stufe wegnehme, dann fängt er an zu qualmen. Dann sieht das auch so ein bisschen lebhafter aus, ne? So die Gebäude, wenn, sage ich mal, der Schornstein auch qualmt. Dieses Prinzip kann man auch beim Simpson-Haus machen, indem wir einfach mal ein bisschen hier, sage ich mal, diese zwei Blöcke hier mal weghauen. Ich gehe nochmal einen dritten runter und setze mir mein Lagerfeuer hin. Natürlich dürft ihr jetzt nicht Feuer breitet sich aus anmachen, vielleicht wackelt denn euer Dach ab. Ne? Müsst ihr ein bisschen aufpassen, sonst lasst ihr es einfach weg. Ja, sonst setzen wir da einfach dann den Block rauf und dann qualmt das da durch. Wenn ihr wollt, dass es dann nicht mehr qualmt, setzt ihr einfach noch eine Stufe oben hin und dann hört es auf. Ne, ist doch eine coole Technik. Wollt ihr, dass es qualmt, nimmt ihr einfach die Stufe weg. Die Stufe befindet sich natürlich jetzt hier auch, sag ich mal, in der Mitte des Daches, sodass man, sag ich mal, wenn man jetzt so von vorne guckt oder ein bisschen von der Seite, fällt das ja gar nicht auf. Ne? Also ein super Kontrast und auch ein cooler Effekt, ne, damit das halt ein bisschen lebhafter aussieht. Ne, natürlich sieht ein bisschen doof aus, wenn alle Häuser qualmen. Also müsst ihr euch mal entscheiden, so, was soll qualmen, was soll nicht qualmen und dann macht ihr eins von den Häusern halt dicht. Wenn wir jetzt den Schornstein natürlich so uns gebastelt haben, geht es weiter, dass wir noch oben so eine kleine Antenne uns basteln. Ich muss selber noch mal gucken, wo ich mir die genau hinsetzen will. Ich mache jetzt einfach mal hier beispielsweise mir eine kleine hin. Ne, die ist relativ simpel, ne? An sich eine Zweier Höhe, dann Dreier Breite und dann an den Seiten machen wir jeweils noch mal ein paar weitere Eisengitter hin. Ja, wir wollen nicht so eine fette Antenne, so eine kleine, die reicht uns völlig aus.
ja, dass unser Simpsonhaus natürlich auch Empfang hat. Nächster Schritt sind natürlich noch ein bisschen, ja, sage ich mal, ein bisschen Blattwerk uns hier noch zu platzieren. Natürlich neben unserer Haustür machen wir uns hier einfach noch hier drei Büsche hin. Wenn wir das haben, ja, dann kann man noch, sage ich mal, hier an der Hausecke sich noch was platzieren. Hier war eigentlich auch immer noch so ein bisschen so ein kleiner Busch. So sollte das reichen. Ne, dann haben wir, sage ich mal, unser Simpson-Haus schon so gut wie erledigt. Jetzt kann man natürlich noch sich ein bisschen Grünzeug platzieren. Ne, immer so ein paar einzelne Grasbüsche, sage ich mal, hier so auf dem Rasen. Man kann sich noch einen Briefkasten basteln, natürlich auch gleich reinschreiben, Simpsons. Und ansonsten bastelt man sich natürlich noch einen Gartenzaun, wie natürlich die Mauer. Ich sag mal, warum ist hier an der Seite von den Simpsons eine Mauer? Ihr dürft nicht vergessen, es kommt ja noch das braune Haus. Das braune Haus ist, würde ich mal sagen, ein bisschen höher gelegen. Es hat ja so ein oder wurde auf dem Erdhügel gebaut und natürlich, dass, sage ich mal, das Simpsonhaus nicht von dieser Erdwand zerquetscht wird, haben sie hier natürlich eine schöne Steinmauer, ne, dass das alles zurückhält. Hinten ist natürlich ganz klassisch ein Gartenzaun, ne, kann man sich dann einfach noch so ein bisschen hinbasteln. Wie groß euer Garten ist, müsst ihr mal gucken. Wir basteln ja auch noch irgendwann mal das Baumhaus vom Garten, das kommt jetzt da so ein bisschen in die Ecke. Ihr solltet schon ein bisschen Platz euch lassen, ne, damit ihr hier hinten was machen könnt. Maggie hat ja auch noch einen Sandkasten gehabt, ne, Knecht Ruprecht hat ja auch noch seine Hundehütte. Müssen wir alles ja noch hinten reinbasteln. Jetzt steht natürlich unser Simpsonhaus in der nächsten Folge, die du wie immer unten im Video findest. Bauen wir den Keller und dann kommen noch halt, wie gesagt, immer so kleine Bonussachen noch dazu, damit man das machen kann. Und danach, wenn wir den Keller haben, können wir das Haus auch einrichten oder eher gesagt, dann machen wir die Tour. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!